Schreckliche Bilder erreichten uns in den letzten Tagen aus Hamburg. Sinnlose Gewalt prägte das Bild in den Straßen. Doch kam es jetzt nach dem G20-Gipfel zu rührenden Bildern. Auf einer Straße an der Reeperbahn spielten Polizisten in Kampfuniform zusammen mit Demonstranten Tic-Tac-Toe. Schnell sammelten sich umstehende Leute, die begeistert zusahen und applaudierten. Genau solche Bilder hätte sich die Stadt schon zu Beginn der Proteste gewünscht. Ein mehr als schönes Beispiel dafür, dass es auch anders gehen kann. Wenn dir unsere Videos gefallen und du nichts mehr verpassen möchtest, klicke doch einfach auf den Abonnier-Button und aktiviere die Glocke unter dem Video.